stell dir vor, die Welt geht unter und keiner kriegt's mit. Ja, dann ist ja nur noch der Raum, der nicht mehr durch eine Welt definiert ist. Also Raum ohne Definition gleich unbegrenzter Raum. Und wer ist noch da, um das wahrzunehmen, wenn ja die Welt verschwunden ist, untergegangen ist und keiner mehr da ist, um sich darüber aufzuregen? War jemals einer da, der wirklich war? Oder ist der eine, der sich für jemanden hält, gar nicht als Objekt vorhanden? Also in der Nicht-Findbarkeit seiner selbst als Objekt und trotzdem unentwegt, ständig in der Unbeständigkeit der Objekte sich selbst suchend. Ja, und dann verdichtet sich's auf einmal wieder. Die Welt ist gar nicht verschwunden. Sie ist wieder da. Der Körper ist da. Raum und die Luft ist da. Ist da. Als direkt das, wo der Wahrnehmende und das, was wahrgenommen wird und das Wahrnehmen nicht voneinander getrennt werden können. Oder jemals konnten. Und auf einmal ist da wieder die Idee von einer Person, die in einer Welt lebt, die verschiedene Sachen gut oder schlecht findet und am liebsten nach Wohlempfinden und Glück strebt. Und dann kommt auf einmal wieder die Idee, ah ja, da gibt es ja so Politiker und so gierige Leute, die tun die Erde ausnützen und machen schlimme Sachen. Und es verdichtet sich und der ganze Film ist auf einmal da mit den Horrorgeschichten und dem ganzen Wahnsinn von einer super gierigen Fressmaschine, die rücksichtslos, aber auch der kleine Prozentsatz von hoffnungsvollen, bioökologischen, spirituellen Licht, bla 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 Persönchens, die natürlich das Heil wollen und eine neue Welt und ein schönes Zusammenleben und so weiter. Und dann, auf einmal nur noch dastehen da, sehen und hören. Und der ganze Film von dieser Welt reduziert sich weg, als ob nichts ist. Nur noch ein Empfinden einer gegenwärtigen rauen Oberfläche oder der Versuch, Luft zu fangen. Und alles andere ist bedeutungslos. Denn dieser gegenwärtige Moment so tsch